Hallo, ihr Lieben. Ich dachte, ich fange heute mal so an, denn ich habe mir so eine Spieluhr besorgt, also eigentlich sogar zwei. Und die habe ich nämlich gesehen bei der Pernilla Kanapin in ihren Videos. Das ist eine ganz zauberhafte Frau, die ganz tolle, spannende Geschichten erzählt. Und ich verlinke die gerne mal unten. Und sie hat eine Weile halt auch am Anfang ihrer Videos so eine Spieluhr gespielt, also genau die gleiche Melodie auch. Und ich fand das so schön und dachte mir so, vielleicht ist das ja für meine Videos auch einfach ein schöner Einstieg. So, man kommt gleich in so eine schöne Energie irgendwie rein. Es ist so schön magisch und verträumt und so. Genau, und deswegen habe ich das jetzt auch mal so gemacht. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr das findet, ob euch das gefällt. Und heute gibt es wieder das Orakel Botschaft deiner Geistführer, ein Auswahlorakel. Ihr seht hier schon die drei Stapel und könnt euch wie immer gerne einen oder zwei oder alle drei aussuchen. Genau, und wer dafür noch Zeit braucht, kann gerne auf Stopp drücken, denn ansonsten fange ich jetzt mit dem ersten Stapel direkt an. Und wir gucken mal, was da bei dir so los ist. Und da kommen als erstes die Berge. Herausforderungen lassen dich wachsen, auch wenn der Weg steinig ist. Also bei dir gibt es im Moment wohl sehr viele Hindernisse oder zumindest kommt es dir so vor, als wenn du vor einem riesigen Berg stehst und du weißt nicht, wie du den überwinden sollst. Oder du hast das Gefühl, du bist schon so lange, ja, versuchst du deinen Berg quasi zu überwinden, aber du hast vielleicht das Gefühl, dass diese Bergkette, auf der du unterwegs bist, so lang ist und du weißt einfach nicht, wie weit du denn noch gehen musst oder so. Und deine geistigen Helfer sagen dir also auf jeden Fall mit dieser Karte, ja, da sind Berge, der Weg ist steinig, es ist anstrengend, und da sind diese Herausforderungen und die Hindernisse, aber du kannst das schaffen, ne? Und diese Berge sind dafür da, weil sie dich halt wachsen lassen wollen. Also wenn du das dann geschafft hast, dann wirst du so stolz auf dich sein, dass du diesen Weg gegangen bist und dass du nicht aufgegeben hast, dass du nicht aufgehört hast, dass du nicht zurückgegangen bist, sondern dass du immer weitergegangen bist. Und ja, deine geistigen Helfer senden dir dafür auch wirklich Unterstützung und sie sagen, geh weiter. Diese Berge sind nicht umsonst da, sie sind nichts, was du verfluchen müsstest oder so, sondern es gehört dazu. Und es gehört dazu, dass du da einen Weg findest, darüber hinwegzukommen. Und das wird dich dann sehr, sehr viel stärker machen und reich an Erfahrung und genau. Und wir schauen mal, was bei dir noch so liegt. Da haben wir Visionär, Ernte und Projektionen. Ja, und ja, vielleicht steckt in dir ein Visionär, eine Visionärin und du hast eine Vision von deinem Leben. Vielleicht hast du eine Vision, wie du dieses Gebirge überwinden kannst. Und du freust dich schon auf die Ernte, die du da irgendwann einfahren wirst. Also du träumst vielleicht schon von einem anderen Leben, von einem neuen Leben, hast halt diese Visionen und du weißt insgeheim auch, dass du irgendwann ernten wirst. Ne? Also dass dieser ganze Weg nicht umsonst ist, sondern dass da irgendwann die Früchte auch zu dir kommen werden. So, das weißt du schon, ne? Das ist schon in dir und das sagen dir auch deine geistigen Helfer. Halte an dieser Vision fest. Die ist nicht umsonst in deinen Gedanken, in deinem Kopf, in deinem Leben. Und wenn du hier dran festhältst und wenn du hier immer weitergehst und wenn du hier auch beharrlich immer weiter gehst, dann wirst du die Ernte dafür bekommen. So, das ist einfach nur eine Frage der Zeit. Und hier liegt auch noch das Thema Projektion. Also vielleicht sind die Dinge in deinem Leben auch anstrengender, als sie sein müssten, weil du hier Dinge projizierst. So, weil du Dinge aus deiner Vergangenheit in Situationen hinein projizierst, interpretierst, die aber gar nicht der Realität entsprechen. Und wenn du es schaffst, das loszulassen oder das auch Stück für Stück erstmal zu erkennen, dann wird es sehr wahrscheinlich auch leichter, hier diese Hindernisse zu überwinden.
Vielleicht sind die Berge gar nicht so groß, wie sie dir erscheinen, aber du projizierst hier einfach Themen auch hinein in Situationen und so, die es dir dann nochmal ein bisschen schwerer machen einfach. Also hier geht es für dich darum zu erkennen, ja, wo du einfach projizierst, ne? Wo du eben Dinge aus der Vergangenheit, aus anderen Situationen in aktuelle Situationen hinein interpretierst, die aber gar nicht direkt so sind. Und da, ja, da schau mal, beobachte das mal und guck dir wirklich deine Situation ganz genau an. Genau, was da tatsächlich Thema ist. Und ich habe noch aus meinem neuen Deck Botschaften aus dem Reich der Tiere eine Botschaft für dich. Und bei dir ist der Puma gekommen, der dich fragt: Bist du bereit, dein Herz zu öffnen und andere Menschen in dein Leben zu lassen, oder gehst du alleine weiter? Und ja, der Puma ist ja auch so einer, der im Gebirge unterwegs ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und der ja auch oft alleine unterwegs ist. Aber du bist hier eben gefragt. Vielleicht ist es für dich eben leichter, wenn du andere Menschen mit ins Boot holst, oder vielleicht sind deine Herausforderungen auch nur deshalb so schwierig, weil du ja alles alleine machen möchtest oder weil du sehr dich abgrenzt von anderen oder abkapselst, so weil du eben sehr viel alleine machst, Zeit alleine verbringst und weil du andere Menschen nicht so wirklich in dein Leben und in dein Herz lässt. Und ja, der Puma fragt dich das eben, ob du jetzt bereit bist, dein Herz zu öffnen und andere Menschen auch in dein Leben zu lassen. Und es könnte sein, dass wenn du das machst, dass sich dann einiges verändert und dass es auf einmal viel leichter wird, weil du dann nicht mehr so ganz alleine bist und nicht mehr alles alleine machen musst, oder weil es sich einfach viel leichter und schöner und angenehmer anfühlt, wenn du weißt, da sind Menschen, die mit dir diesen Weg gehen. Ne? Also du bist nicht allein, du musst nicht alles alleine machen. Und ja, das könnte dir eben auch wirklich helfen. Und das Thema hat eben auch was mit den Projektionen zu tun. Denn vielleicht macht dir eben das, macht es dir das auch schwer, weil du eben auch in Situationen mit anderen Menschen ganz schnell Dinge hineininterpretierst und das Gefühl hast, du bist in einer alten Situation und dann machst du vielleicht dicht, ne? Dann machst du vielleicht, verschließt du dein Herz. Und das macht es dir einfach sehr schwer. Und wenn du dich hier öffnest und bereit bist, anderen Menschen wirklich zu begegnen auch und sie eben Anteil haben lässt an deinen Gedanken, Gefühlen, ja, also wenn du mitteilst, wie du dich fühlst, oder wenn du dich eben einfach öffnest für andere, dass es dir das leichter machen wird. Also diese Herzöffnung wird es dir leichter machen, deine Hindernisse zu überwinden und ja, deinen Weg einfach weiterzugehen. So, und das waren die Botschaften für dich. Und ich mache jetzt mit dem zweiten Stapel weiter. Also wenn du den lilanen Stein gewählt hast, dann kommen jetzt deine Botschaften. Und bei dir kommt als erstes die Klarheit. Die Richtung zeigt sich jetzt. Also bei dir wird sich jetzt in der nächsten Zeit etwas klären. Also wenn du im Moment noch das Gefühl hast, du weißt nicht so richtig, du kennst die Richtung nicht, du weißt den Weg nicht, oder du stehst vor einer Entscheidung und weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst, oder du siehst die Wahrheit nicht in einer Situation, weißt vielleicht nicht, wem du vertrauen kannst oder was auch immer. Und deine geistigen Helfer sagen dir hiermit: Die Klarheit wird zu dir kommen. Du wirst bald wissen, woran du bist, wie du dich entscheiden sollst, wie es für dich weitergeht. Du wirst dein Ziel wieder erkennen, wieder fokussieren können. Oder es kommt eben wie durch Zauberhand eine neue Möglichkeit in dein Leben. Oder du siehst eine neue Perspektive. Hier die Möwe fliegt ja sehr weit oben und das heißt, sie kann alles sehr gut überblicken. Und das wird dir wahrscheinlich dann auch passieren, dass du sozusagen die Vogelperspektive einnimmst und auf einmal viel mehr von deiner Situation überblicken kannst und dir dadurch einfach so viel klar wird und du verstehst, warum die Dinge sind, wie sie sind, und du eben auch eine Lösung für dich erkennst und siehst und weißt, wie du weitergehen sollst, wie du weitermachen sollst. Und wir schauen mal auf die
weiteren Karten. Und da haben wir Dienen, Versagen und Festhalten. Okay, also bei dir geht es einmal darum, zu lernen, zu dienen. Also dich in den Dienst von etwas Höherem zu stellen. Dass du erkennst, dass du hier bist mit einer Mission, dass du eine Aufgabe hast und dass du wertvoll bist und dass du wertvolle Dienste leisten kannst für die Welt, aber auch für dein Umfeld. Und dass du hier lernst, eben etwas in dem Bereich zu tun. Also, dass du deine Gaben, das, was du besonders gut kannst oder was du einfach gerne magst und das, womit du anderen helfen kannst, wo du andere unterstützen kannst, wo du dich quasi eben in den Dienst von dem stellst, was dein Umfeld braucht oder was die Welt einfach braucht. Und sie braucht eben dich mit deinen Fähigkeiten und mit deinen Gaben. Und dass du das anerkennst und dass du dich eben wirklich in den Dienst von dieser Sache stellst und dass du deine Fähigkeiten und Gaben zur Verfügung stellst und damit eben hilfst und ja, vielleicht eben hilfst, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, alles ein Stück schöner und liebevoller zu gestalten, so. Und ja, da wirst du erkennen, auch da wirst du die Klarheit finden, wie du das machen kannst und ja, dass es überhaupt so ist, ne, dass du wirklich wichtig bist, dass du Fähigkeiten, Gaben hast, die wichtig sind und die du einsetzen kannst und dass du auch deswegen hier bist. So, das wird ja eine der Sachen sein wahrscheinlich, die dir klar werden und wo du dann einen Weg finden wirst. Was dich davon halt noch abhält, sind Versagensängste. Also vielleicht ja, hörst du das öfter schon, ja, dass du aus einem bestimmten Grund hier bist, dass du wichtig bist, aber du denkst so, ach nein, ich, was kann ich denn schon, wofür bin ich denn wichtig? Und huch, jetzt ist das Licht ausgegangen. Mache ich mal das größere Licht an, aber ich glaube, es wird viele Schatten werfen. Ja, habe ich meine Bluetooth-Box nicht aufgeladen hier. Aber ist egal, machen wir so weiter. Also du hast halt Versagensängste, ne? Also du traust dich nicht, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Gaben wirklich rauszugehen und die Welt zu unterstützen, weil du dich dazu viel zu klein fühlst und weil du denkst, ja, du kannst es halt gar nicht, ne? Oder du bist nicht gut genug oder nicht groß genug oder hast nicht eine Reichweite, die groß genug ist und denkst, ja, wer bin ich denn schon, dass ich irgendetwas bewirken oder verändern kann hier in der Welt? Und das darfst du ablegen. Und vielleicht wird dir auch das klar werden, dass das halt gar nicht stimmt, dass das Lügen sind, die du dir selbst erzählst. Und das darfst du eben auch loslassen, ne? Also du hältst hier auch an etwas fest und vielleicht sind es diese Gedanken, die dich klein halten, ne? Vielleicht ja, ist es einfach dieses Gefühl, halt nicht gut genug zu sein. Und auch das, sowas kann man auch festhalten. Und das macht dich schwer, das hält dich unten und das hält dich natürlich auch da gefangen. Vielleicht geht es aber auch um etwas anderes, was du festhältst und was dich aber auch blockiert in diesem ganzen Prozess. Aber auch das wird dir klar werden. Also dir wird das alles klar werden und du wirst einfach wissen, demnächst, ja, was du loslassen sollst, dass es keinen Grund gibt, diese Versagensängste zu haben und was deine Aufgabe ist, was dein Plan ist, warum du hier bist und wie du helfen kannst, wie du unterstützen kannst. Und dazu wirst du etwas loslassen müssen, an dem du jetzt noch ganz fest festhältst und ja, wo du denkst, du brauchst das irgendwie, um Halt zu finden oder so, aber du wirst erkennen, dass du das nicht mehr brauchst und dass du das loslassen darfst, was auch immer das dann bei dir sein wird. Und auch bei dir habe ich noch eine Botschaft aus dem Reich der Tiere gezogen, eine Krafttierbotschaft. Und bei dir kam der Elefant und er lehrt dich Vergebung und Mitgefühl. Und ja, vielleicht gab es etwas oder jemanden, der dich enttäuscht hat oder der dich traurig gemacht hat, der dich verletzt hat oder eine Situation oder so. Und du darfst hier vergeben. Vielleicht auch Sachen aus dem Elternhaus, aus der Kindheit. Vielleicht gibt es Dinge, die du ja deinen Eltern noch vorwirfst oder anderen Partnern, Ex-Partnern oder vielleicht auch dir selbst gegenüber, dass du auch, falls du das Gefühl hast, du hast Fehler gemacht oder du
Ja, eben diese Versagensängste, dass du nicht gut genug bist, ne? Und du darfst hier Mitgefühl haben, dir selbst gegenüber. Und du darfst eben dich in Vergebung üben. Vielleicht auch dir selbst gegenüber, vielleicht anderen Menschen, vielleicht auch deinem jüngeren Ich einfach gegenüber, ne? Vielleicht machst du dir Vorwürfe, dass du irgendwo Chancen nicht wahrgenommen hast oder falsch gehandelt hast, falsche Wege gegangen bist oder so. Aber das stimmt natürlich alles nicht. Und du darfst hier dir selbst vergeben und Mitgefühl üben und übrig haben für dich selbst. Also du darfst dich in Selbstmitgefühl üben, aber eben auch, wie gesagt, wenn es da andere Menschen gibt, wo du irgendwie noch Groll hegst oder so, dann kommt hier wirklich der Elefant, der dir dabei hilft, zu vergeben und dich in Mitgefühl zu üben. Also wenn dir das schwerfällt, dann ja, stell dir vor, eben diesen Elefanten, also in einer Meditation, und bitte ihn, also ja, versuch wirklich mit ihm zu reden und ihm zu sagen, hilf mir zu vergeben, wie soll ich das denn machen, wie kann ich denn Mitgefühl für mich selber entwickeln, und vielleicht sagt er dir eine Botschaft, vielleicht hörst du ja etwas von ihm, oder denk immer mal wieder in deinem Alltag an diesen Elefanten und bitte ihn darum, ja, dir seine Energie zu schicken und diese Kraft und Stärke, die es braucht, um zu vergeben und Mitgefühl eben zu entwickeln. So, und das waren die Botschaften für dich. Ich hoffe, da waren Impulse für dich dabei und dass dir das geholfen hat. Und ich mache jetzt weiter mit dem dritten Stapel. Wir schauen mal, was bei dir so kommt. Oh. Und bei dir kommt die Lebensfreude. Du bist hier, um dein Leben zu genießen. Und ja, vielleicht bist du jetzt schon voll in der Freude und glücklich und genießt auch wirklich dein Leben. Dann wunderbar, dann hast du eben das erkannt und bei dir läuft es jetzt ziemlich gut. Vielleicht aber ist es auch das Gegenteil und du hast die Freude verloren und auch das, ja, das Lebensglück oder die Lebenslust auch. Und dann sagen dir deine geistigen Helfer, es ist eben Zeit, das wieder einzuladen, die Freude wieder einzuladen, das Glück und dir bewusst zu machen, dass du darum halt hier bist, ne? Um dein Leben zu genießen. Und natürlich gehören die dunklen Phasen auch dazu. Das Leid, die Trauer, der Schmerz, das gehört alles dazu. Aber irgendwann, wir sind ja zyklische Wesen und das Leben ist zyklisch und nach Dunkelheit kommt immer auch wieder Licht und Sonne. Und wir sind ja auch kurz vorm Frühling, hoffentlich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht fällt dir oder geht dir das Wetter auch, also aufs Gemüt, schlägt dir aufs Gemüt das Wetter, dieses graue, nasse, regnerische. Bei uns ist im Moment sehr selten die Sonne zu sehen. Und es ist sehr ekliges Wetter einfach. Man möchte gar nicht rausgehen. Und ja, das fehlt einem dann einfach auch, ne? Frische Luft, Sonne, Licht. Und wenn dann nachher im Frühling es wieder losgeht und alles erwacht und so, und dann wird das bei dir auch passieren. Also spätestens dann wirst du auch wieder in deine Kraft, in deine Lust kommen. Aber vielleicht passiert das auch schon früher, denn diese Karte liegt eben jetzt hier bei dir und sie sagt dir, es ist jetzt auch schon Zeit, die Freude wieder einzuladen. Also schau mal, was du machen kannst, um die Freude in dein Leben jetzt schon einzuladen, also bevor der Frühling und der Sommer kommt. Vielleicht, was auch immer du gerne magst. Tanzen bringt dich sehr schnell wieder in die Freude. Oder vielleicht magst du, hast du irgendein Hobby, was du vernachlässigt hast, was du lange nicht gemacht hast, was dir aber eigentlich Spaß macht. Dann versuch mal, das wieder zu integrieren und das mal wieder einfach zu tun. Also tu Dinge, die dir helfen, in die Freude wiederzukommen. Wir gucken noch auf die weiteren Karten. Da liegt die wahre Liebe, das Pech und Opfer. Also, ja, vielleicht geht es bei dir halt um eine Liebesangelegenheit, ne? Um eine Liebesgeschichte. Und je nachdem, ob die Freude jetzt schon bei dir ist oder nicht, aber daher auch das Pech liegt wahrscheinlich nicht. Hattest du Pech in der Liebe eben, ne? Und dadurch ist dir die Freude abhanden gekommen. Und ja, hier liegt auch die Karte des Opfers. Also fühlt sich vielleicht dann auch als Opfer jetzt dieser Umstände. Und dass es das Leben jetzt nicht gut mit dir gemeint hat und dass du einfach Pech gehabt hattest. Und
Vielleicht hattest du das Gefühl, da ist jetzt die wahre Liebe, das ist alles wunderbar, ganz schön. Und dann kam aber eben das Pech und das hat einfach nicht geklappt. Es ging wieder auseinander oder der andere hat sich zurückgezogen. Und ja, so hast du eben das Gefühl, vom Pech verfolgt zu sein. Vielleicht ist es schon öfter vorgekommen und du hast einfach Pech in der Liebe und fühlst dich hier wirklich auch als Opfer der Umstände, als Opfer deines Lebens. Und das macht es eben schwer, dann in die Freude zu kommen. Aber trotz alledem bist du dennoch hier, um eben dein Leben bestmöglich zu genießen. Und je nachdem, wie lange du jetzt hier schon traurig bist oder wie lange das schon zurückliegt, wird das bald abgeschlossen sein, sodass es dann wieder eher um die Freude geht. Also du bist jetzt nicht hier, um ewig darüber traurig zu sein. Klar, darfst du diesen Verlust betrauern und da durchgehen. Es muss ja auch alles da sein. Also drück's auch nicht weg und lenk dich nicht ab. Aber es wird einen Zeitpunkt geben, wo es halt genug ist, ne? Wo du dann nicht mehr trauern brauchst und wo es dann einfach auch wirklich wieder darum geht, Freude und Glück und Lebenslust einfach zu spüren. Genau. Und wir gucken noch bei dir auch auf die Botschaft aus dem Reich der Tiere. Und da ist die Möwe. Und die Möwe schickt dir günstige Gelegenheiten. Also du wirst hier Gelegenheiten bekommen, das Glück einzuladen, Freude zu spüren, Lebenslust zu spüren. Also vielleicht bekommst du Einladungen von Freunden oder Freunde. Ja, also fragen dich einfach, möchtest du hier und da mitkommen oder du siehst irgendwo eine Anzeige mit irgendeiner Veranstaltung oder ein Ferienhaus irgendwo, wo du schon immer gerne hin wolltest oder ein neuer Job oder vielleicht sogar auch ein neuer Mensch, der in dein Leben kommt und dir die Gelegenheit für eine neue Partnerschaft bringt. Also auf jeden Fall wirst du hier neue Möglichkeiten und Gelegenheiten bekommen. Also deine geistigen Helfer lassen dich hier quasi nicht im Stich, sondern sie schicken dir neue Gelegenheiten. Also du brauchst hier jetzt nicht für immer trauern und denken, dass du halt vom Pech verfolgt bist, sondern du bekommst hier Unterstützung, du bist nicht alleine und deine geistigen Helfer lassen dich hier wirklich wissen, dass sie da sind und dass sie dir neue günstige Gelegenheiten schicken. Es ist dann nur deine Aufgabe, danach Ausschau zu halten und ja ganz achtsam zu sein und eben, dass du diese Gelegenheiten auch erkennst. Ne? So wie eine Möwe eben immer darauf lauert, wo kann sie irgendwo etwas abstauben, wo gibt es irgendetwas zu holen. Und ja, so darfst du dich jetzt auch öffnen für neue Gelegenheiten, neue Möglichkeiten, neue Wege, neue Türen, die sich öffnen und dass du das dann auch annimmst. Und versuchst, genau, etwas Neues zu probieren oder eben dich darauf einlässt, auch dann diese Dinge anzunehmen. Denn das wird dir geschickt, um dich hier halt wieder rauszuholen, ne? Um dich aus diesem Opferbewusstsein herauszuholen, aus dem Gefühl, vom Pech verfolgt zu sein und dich hier hinzubringen in die Freude. Genau. Ja, und das war das Orakel, Botschaft deiner Geistführer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und für die, die bis jetzt immer noch dran sind, spiele ich einfach nochmal diese wunderschöne Spieluhrmelodie zum Abschluss. Und da wünsche ich euch eine ganz schöne, spannende Zeit mit vielen Erkenntnissen, neuen Wegen, neuen Möglichkeiten und dass ihr alle eure Herausforderungen ja, bewältigt. Und genau, also für alle, die jetzt noch dran sind, nochmal die Spieluhr. Bis bald.